Hi Leute, ich habe heute mein kleines Rätsel für euch. Das werde ich sofort morgen auflösen. Das Rätsel geht darum, wir sagen jetzt mal, da ist ein Becher und da ist immer, da ist eine Bakterie drin. Und die verdoppelt sich jede einzelne Sekunde. Wir sagen mal, der Becher ist in 12 Stunden komplett voll. Wann hat der Becher genau die Hälfte erreicht? Wenn sich die Bakterien jede Sekunde verdoppeln. Schreibt's in die Kommentare. Mal gucken, wer so schlau ist und das herausfinden wird. Das ist schon. Na, dann brauche ich auch 2 Versuche. Aber eigentlich ist es logisch. Wenn man es weiß, wirklich, dann denkt man sich auch, warum wusste ich das nicht? Auf jeden Fall schreibt's in die Kommentare. Morgen wird's aufgelöst.